Elisabeth Baldauf und David Obernosterer, das sind die ersten beiden Vorarlberger Sportler, die sich für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro qualifiziert haben. Nach einem intensiven Jahr mit Qualifikationsstress und zahlreichen Turnieren gönnen sich die beiden derzeit einen kurzen Heimaturlaub. Aber nicht lange, denn bald beginnt die Vorbereitungsphase auf Olympia. Elisabeth Baldauf und David Obernosterer haben das anstrengendste Jahr ihrer Karriere hinter sich. Eine Vielzahl an Turnieren rund um den Erdball und etwa 300.000 Flugkilometer. Der Lohn ist das Olympiaticket. Also für mich war das ein großer Traum und dass der jetzt in Erfüllung geht, da bin ich jetzt einfach überglücklich. Ja, und es ist einfach was Schönes, wenn man bei einem Turnier mitspielen kann, wo wirklich die Weltbesten starten, und das ist echt besonders. Ab sofort ist der Blick nach vorne gerichtet. In den nächsten 3 Monaten gibt es noch viel zu tun. Dann geht es nach Wien, wo wir 4 oder 5 Wochen trainieren werden. Dann eventuell noch eine Woche nach Portugal zu einem Trainingslager mit anderen Olympiateilnehmern. Dann werden wir als Vorbereitung die US Open und Canada Open spielen. Das sind Grand Prix-Turniere. Und dann nochmal 4 Wochen in Wien Training. Und dann geht es Anfang August nach Rio. Und am 11. wird es dann für uns losgehen und dort sind wir dann beide hoffentlich in Topform. Baldauf hat in Rio sogar eine historische Chance. Sie könnte als erste Österreicherin ein olympisches Badminton-Match gewinnen. Und so richtig